Hallo und willkommen zurück. Ja, Fallout 4 geht weiter. Mega geil, oder? Der Patch ist endlich da und ich kann weiter Fallout spielen. Wir haben geschlafen und wir sind immer noch müde und noch dazu sind wir hungrig, so wie ich das sehe. Wir sollten also was essen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber ich denke, das sollte mir diesmal nicht ganz so schwer fallen. Was haben wir denn hier an Essen? Tja. Grundnahrungsmittel. Gegrilltes Meierlokfleisch. Nein, geröstetes. Gegrillter Einsiedlerkrebs. Krebs! Ja. Weiter. Wir sind überlastet. Grandios. Gut, dann müssen wir auf den Roboter umverlagern. Hilft dir nix. So. Das sollte reichen. Hey. Bestätige. Schnapp's dir. Bestätigt. Hol das. Zur Kenntnis genommen. Der Roboter hat hier den wichtigsten Job. Er trägt nämlich unseren ganzen Scheiß. Waffentechnisch, wie sieht's denn aus? Ich habe... keine Scharfschützengewehrmunition mehr. Ansonsten geht's noch einigermaßen. Wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen Scharfschützengewehrmunition auftreiben könnten. Und da ist ein Safe. Bisschen Sturmgewehrmunition dabei, ansonsten nicht viel Produktives. Okay, also wie ich mir das jetzt hier weiterhin vorstelle, ist, dass ich nicht ganz so regelmäßig wie früher immer mal wieder eine Fallout-Folge bringe. Bis ich mehr Zeit habe, dann vielleicht sogar wieder daily eine. Müssen wir mal gucken, ich will schon irgendwann hiermit fertig werden. Aber ich habe im Moment einfach nicht die Zeit, um Daily Uploads von Fallout zu bringen. Von daher, ja. Die erste Folge hier ist schon mal nur so ein bisschen wieder, um reinzukommen. Was wir eigentlich gemacht haben und was wir noch machen müssen. Diesen Bus zu inspizieren gehört eigentlich nicht dazu. Okay, also wenn ich mich recht erinnere, haben wir den Auftrag, uns mit einigen Leuten zu unterhalten. Ich denke, das wäre doch schon mal ein guter Einstieg für diese Folge. Und die leeren Flaschen nehmen wir uns mal mit, zwecks Wasser befüllen, denn wir brauchen spätestens in ein paar Folgen wieder Trinkwasser. Von daher, ja. Und wir müssen uns demnächst auch mal nach Scharfschützengewehrmunition umgucken. Im Notfall müssen wir die im Markt mal kaufen gehen. Erstmal können wir was kochen. Grille. Stechflüglerfilet, Red Scorpion Steak. Mein Gott, warum ist alles hier ein Zungenbrecher? Hier noch was? Suppe. Eine Nudelschale, ne. Erfrischendes Getränk musste man, glaube ich, an einer Chemielabor-Dingsa-Station machen. Das ist ärgerlich. Warum sind wir überlastet? Ist das Essen schwieriger? Schwieriger. Seht es mir nach, es ist 3 Uhr nachts. Ich bin nicht gerade mega konzentriert gerade. Eine rote Flaschi und Corki Jacke und Jeans. Danke. Flaschi und Corki. Hey. Bestätige. Sag mir den Scheiß, einer macht deinen Job. Verstanden. Sehr gut. Willkommen im Nest, Boss.
Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Mit deiner pinken AK. Ja, hab da wieder Flashy und Corky. Ja. No comment. Da stand eben was von Kitty Kingdom. So ein Kitty Kingdom bräuchten die ganzen Destiny Hearts auch, wenn man die Kommentare von denen so sieht. Coca-Cola im Müll, mal von mir aus. Geld. Good boy. Gibt's hier noch mehr Geld? Yep. Eine Karte. Die sollten wir mitnehmen. Da vorne betteln sich lautstark diese Scheißviecher, dass man kaum noch ein Wort versteht. Ja, tut mir leid, das ist mir zu laut. Ich sehe es nicht ein. Wow. Die Ratte hat so ungefähr 10.000 Gesundheit, weil die einfach keinen Schaden nimmt. Habe ich irgendeine Nahkampfwaffe dabei? Dann können wir kurz mit drauf einprügeln. Oh ja, sogar. Los, stich durch den Zaun, bring sie um. Gut, heute werden wir nicht zum Messerstecher, aber diese Scheißviecher sind so laut, das kann man sich ja eigentlich nicht geben. Gucken wir uns erstmal hier um und hoffen, dass wenn wir wiederkommen, die tot sind. Granaten und Minen. Minen könnte ich brauchen, Granaten haben wir genug. Und überlastet. Zu geil. Zu geil. Doch. Ne. Haben wir hier noch irgendwas, was schwer ist, was der Roboter uns abnehmen könnte? Nicht so richtig. Nur die Zange. Hey. Bestätige. Ja. Nimm das. Bestätigt. Sir. Englisches Radio, von mir aus. Fusionszelle ist ganz in Ordnung. Brauchen wir, um das Zeug zu craften, womit man den Roboter repariert. Von daher... Ist es deren Ernst? Es ist deren Idee von einem Massagestuhl, dass weil der Ghoul da drunter klebt und atmet und zappelt, dass man eine Rückenmassage kriegt. Absolut cool. Bester Stuhl ever. 10 out of 10 would buy. Rattengift, Bierflasche, Aluminium, Kleber, Gold. 4 Anzugkerne. Schön, wenn wir jetzt noch eine Powerrüstung hätten, ne? Das wäre echt schön, aber... Warte mal. So. Hey. Mach deinen Job. Schnapp's dir. Verstanden. Sehr gut, sehr gut. Sir. Speiseöl können wir auch brauchen, enthält Öl. Und wir sind durstig. Grandios. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Ja, mit deiner Clownsmaske. Und hier essen sie zum Dinner Hundefutter aus dem Napf. Echt krass. Was? Wenn du Fessel trägst, dann nur, weil sie darum sich... Ey, das Viech ist bald tot, dann können wir mit dem Typ reden. Wow. Wenn du was fangen willst, musst du auch jagen.
Bitte stirb doch einfach endlich. Ich find's geil, wie sie da noch applaudieren dafür, dass ich mich hier reinstelle und auch das Vieh reinstelle. Ah ja, es ist voll gut. Sehr gut. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur Wölfe auf. Ich muss dir mal zeigen, was Sache ist. Ich habe Wunderkleber und Staubwedel gehortet. So gefällt mir das. Ja, wenn ich so einen Kampfköter hätte wie den da eben, würde ich dem auch einen Maulkorb anlegen. Mit ihren Pflanzendekos hier. Naja, gut. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Wenn dir dein Leben lieb ist, wirst du tun, was ich dir sage. Ha, vielleicht kommst du doch noch lebend hier raus. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend oh, hier noch gehört so ein Alpha. Uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, sondern nach Kronkorken. Wenn wir Kronkorken respektieren können, dann vielleicht auch einander. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Genau genommen bin ich auf der Suche nach Scharfschützengewehr-Munition. Speedcheck schaffen wir eh nicht, weil nur ein Charisma können wir uns gleich sparen, aber scheiß drauf. Du willst kein Overboss sein? Ich? Overboss? Sag ich doch. Scheint ein kurzes Vergnügen zu sein. Coulter war schwach. Warum seid ihr ihm überhaupt gefolgt? Das haben wir uns auch gefragt. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Ich glaube, ihr seid ein Haufen undankbarer Kinder. Vorsichtig, Boss. Nicht undankbar. Wir haben's satt. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat es denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Gibt nichts, was ich dir nicht schon erzählt hätte. Ich bin nicht Coulter. Also sollte es das bei mir besser nicht geben. Ja, sicher, Boss. Kapiere ich. Wirklich. Wir wollen dir wirklich eine Chance geben. Ehrlich. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Sei ein gutes Hündchen und hol das Stöckchen. Sonst wirst du eingeschläfert. Vertrau mir, dazu wird es sicher nicht kommen. Oh, doch. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. So, der Typ mit seinem Zoo da und seiner Fellhose. Super krass. Ich denke, ich werde jetzt hier in den nächsten paar Minuten noch mein Zeug ordnen. Mit unserem Versteck da hatten wir ja. Da hatte ich ja, glaube ich, eine Kiste, wo ich meinen ganzen Scheiß reinmache. Und dann werden wir von da aus in der nächsten Folge wieder starten und hier noch mit der zweiten Gruppe reden. Ich wüsste gern, warum es mir eine Powerrüstung anzeigt. Ich meine, hier ist doch eh keine Powerrüstung, oder? Sieht mir zumindest nicht aus. Ah, ich weiß warum. Es zeigt mir hier vermutlich den Ausgang ein. An. Dass wenn wir zurück ins Ödland. Nein, Ödland der Hauptstadt war vor der 3. Scheiße. Ja, wie gesagt, 3 Uhr nachts. Wenn wir zurück in das Boston Commonwealth gehen, dass wir dann dort unsere Powerrüstung abholen könnten. Aber die habe ich ja leider sowieso nicht mitgenommen und von daher, wenn wir eine Powerrüstung wollen, müssen wir hier wohl eine finden. Ist halt jetzt so. Fürs Erste sollte ich mich darauf konzentrieren, Munition zu finden und meinen Scheiß loszuwerden, damit wir demnächst wieder richtig spielen können. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.